Hallihallo und herzlich willkommen in der Nacht der Nächte. Yay, wir haben unseren Achtjährigen. Ist das nicht toll? Genau, 8 Jahre Oberstand heute im Glory Dresden, gleichzeitig AE-Vlog Folge 102. Gefuchst? Verrückt, verrückt. Und die 8 Jahre, da, die stehen uns im Gesicht geschrieben. Genau, wir sind hübscher denn je. Ich brauche einfach mehr Make-up. Nach 8 Jahren braucht man einfach mehr Make-up. Was ihr da im Hintergrund hört, das ist der Jack Dell, der macht schon mächtig Remi Demi. Und in 1-2 Stunden geht's noch richtig los. Denn dann komm hochanständig. Oh geil! Hast du schon mal von denen gehört? Ja, also ich freue mich extrem. Wir müssen erstmal was trinken, wir sind so aufgeregt, das war so viel Aufregung, so viel Anspannung in der Vorbereitung. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, wir genießen jetzt euer Dasein, eure ganzen Geschenke und trinken erstmal auf euch. Denn ihr alle da draußen macht das überhaupt wirklich. Ja, reich mir nochmal bitte mein Getränk. Ich reiche dir dein Getränk. Was denn? Dein Getränk? Prost! Schmeckt schon wieder. Wir haben jetzt unsere Getränke geschnappt und gehen jetzt mal eine Runde draußen hochspazieren. Und mal gucken, wer jetzt schon alles da ist. Ein paar Geschenke sind ja schon angekommen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß, dass es in der einen Kiste Felfi ist, was sonst. Und ich habe Angst, dass es in der anderen Kiste auch ist. Es wäre gut möglich. Alles nur wegen dir, Sebastian. Nur wegen dir. Gar nicht wahr. Liebe Freunde, der heiteren Muse. Wusstest du gar nicht, wie schnell das Handy gefrieren kann? Wie, hast du den im Frost? Doch, ich dachte, jetzt trinkt Glück, da habe ich gleich mal einen Frost geschickt. Aber stand nirgendwo. Aber ich hätte das mal mit Edding oder so dran schreiben können, das wäre gut gewesen. Aber der kam vorhin nicht mal mehr aus der Flasche. Scheiße, Pfeffi-Eis. Pfeffi-Eis, lass ihn. Stefanie, willst du jetzt hier nochmal den Abend Revue passieren lassen? Ja, also liebe Leute. Ich fand das ziemlich gut heute Abend hier im Glory Club. Wie fandest du es? Chillig. Bitte was? Damit. Also, sie fand es chillig? Nee, komm, mach dich doch wieder weg. Okay, zweiter Versuch. Wie fandest du es heute Abend im Glory Club? Sehr schön. Ja, alles super. Super duper, oder? Ja, genial. Super duper, jetzt wisst ihr Bescheid. Stefanie, wie fandest du da im Glory Club? Oh, ich fand's so schön! Können wir das jetzt noch mal ein bisschen hier mit ein bisschen mehr Ernst vollziehen, die ganze Geschichte? Nein, das hältst du deine Schnauze! Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele erhobene Hände gesehen. Außer im Deutschen Reich. Das war so klar, dass so ein Spruch kommt. Nein! Das schneiden wir raus.
So, haben wir uns wieder beruhigt? Oh. Stefanie, jetzt nochmal ohne Jux. Voller Ernst. Ja. Ich muss mich konzentrieren, die Luftballons machen es wohl. Können wir jetzt mal ein bisschen Ernst reinbringen? Es will heute Fazit niemand des Abends, Sebastian hat Locken und ich habe keine es mehr. Es will niemand mit mir hier ein ernstes Gespräch führen. Also ich fand es total super im Glory Club, 8 Jahre hochanständig, das hat mir noch besser gefallen als 7 Jahre hochanständig im Pier 15 Club. Und mir auch. Das mit den Händen haben wir schon geklärt, wir haben noch nicht geklärt, wie das mit den, mit den Pfeffis, das waren eindeutig. Achtmal so viel Pfeffis wie sonst. Mindestens. Also ich habe jetzt meine Pfeffi-Ration für diese Woche. Ich habe mein Doll für 2018 mit rein, ey. Furchtbar ist das. Echt furchtbar. Ihr seid alle furchtbar. Aber nichtsdestotrotz geht's weiter. Ende Mai sind wir erneut in unserer Heimatstadt, nämlich in Dresden. Da sind wir nämlich im Kraftwerk Mitte. Stefanie? Ja, Sebastian. Ich freue mich drauf. Ja. Zu Galactica. Wir freuen uns drauf. Das wird eine coole Party. Da gibt es auch ein Ticket Vorverkauf. Manuel Pleck. Da gibt es ein Ticket Vorverkauf und den findet ihr unten. Also, Ticket kaufen. Ticket kaufen. Und mit uns grüne Getränke trinken. Nein! Bis der Onkel Doktor kommt. Sebastian, das macht der Sebastian für mich mit. So, ich melde mich ab für heute. Es war mir eine Ehre.